Hallo, hier ist nochmal eure Crazy Owl. Jetzt gibt es noch einen aktuellen Situationsspiegel, den hatten wir schon länger nicht mehr. Und Wilma ist natürlich mit am Start. Passt wieder auf, dass alles hier die Richtigkeit hat. Wir legen heute mit dem Rabentarot von MJ Calimane und ich habe natürlich die Faol-Runen mit am Start. Gut, sollte es um die Liebe gehen, wie gesagt, es handelt sich hier um eine allgemeine Legung, die kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Sollte es um die Liebe gehen, spreche ich immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Sollte das bei dir andersrum sein oder gleichgeschlechtlich, wie auch immer, dann dreh dir das bitte so, wie das für dich stimmig ist. Ansonsten bitte ich um Botschaft für den aktuellen Situationsspiegel für das Kollektiv. Was ist aktuell? Ich habe die Karten auf dem Kopf, geht schon gut los. Was ist aktuell das Thema? Danke. Ja, mit den drei der Stäben geht es um neue Aussicht und mit dem Bube der Münzen um einen beständigen Impuls, der umgesetzt werden will. Mit den drei der Stäben ist dieser Rabe noch ein bisschen zögerlich, ob er diese Chance, die sich ihm da bietet, oder diese neue Aussicht, ob er die ergreifen will. Aber es ist immer eine gute Chance. Nur mit dem Bube der Stäbe, Bube der Münzen, das ist eine langsame, erdige Energie. Also vielleicht ist deine Ausgangslage gerade so, dass du einfach noch ein bisschen auf Sicherheit bedacht bist, ob du diese Chance, die sich dir hier bietet, ergreifen möchtest. Welche Rune begleitet die Ausgangssituation? Die Isa. Ja, die Isa hatten wir in den letzten Legungen auch immer wieder. Die Isa ist das Eis. Die Isa ist auch der Rückzug oder der Stillstand. Und ich hatte ja gerade gesagt, du zögerst vielleicht, dich wirklich auf den Weg zu machen, weil dir vielleicht dieses unruhige Gewässer und die stürmische Stimmung, die hier ist, ein bisschen Angst macht und du zögerst wirklich eine eigentlich mit den drei, die drei ist immer eine gute Chance, ja, also irgendwie diesen Abgrund zu überqueren, weil du einfach auf deine Sicherheit bedacht bist. Und witzigerweise, wenn ich die Isa drehe, habe ich wieder einen Stab, der hier die Verbindung schafft. Und die Vier der Stäbe steht interessanterweise für das Willkommensein, auch für die Hochzeit, also für dieses sich gegenseitig willkommen sein. Also um welche Chance es da auch geht, was hindert dich daran und warum zögerst du noch? Was sollte nicht getan werden? Okay, es geht mal wieder tief. Einen Moment. Ja, wir haben die Vier der Kelche, den Tod und den Wagen. Klassisch wäre jetzt die Bedeutung, die Vier der Kelche ist ein Ablehnungsthema, der Tod steht immer für einen großen Wandel, für eine große Transformation. Ja, man sieht ja auch, hier erhebt sich dieser verstorbene Rabe in der geistigen Welt neu. Und der Wagen steht immer für eine Bewegung. Das ist ja jetzt eigentlich eine widersprüchliche Energie, wenn ich sage, was sollte nicht getan werden. Für mich kommt hier aber ganz klar durch, hör auf, Veränderungen abzulehnen. Also die Botschaft, die mir mit diesen Karten hier durchkommt, ist wirklich dieses, vielleicht bist du ein Mensch, der sich manchmal zu Tode wartet, der sich manchmal auch zu Tode denkt und manchmal auch, da habe ich doch schon drei Kelche, lieber Palti, die alten drei Kelche, obwohl da ein toller Neuer aus den Wolken kommt, der könnte ja ganz toll sein. Aber nee, die drei Kelche habe ich schon ausgekippt und
wenn ich mich jetzt auf was Neues einlasse, dann kippe ich mir die vielleicht auch wieder aus. Und deswegen bewege ich mich lieber mal gar nicht. Ich stelle mich tot und ich verweigere die Bewegung, die da eigentlich vor meiner Nase ist. Und also das ist, ja, ist jetzt nicht die klassische Deutung, aber ich deute immer so, wie mir die Botschaften durchkommen. Also hier scheint es so zu sein, dass du dich manchmal Veränderungen gegenüber extrem verschließt, und das solltest du nicht mehr tun. Welche Runenkraft begleitet das? Wir fragen anders. Was hilft dir, mit Veränderungen besser umzugehen? Ja, die Sovelo, die Sonne. Mit der Sovelo einfach auch, also diese Perspektive zu, hier liegt so eine, ich denke mir alles schlecht. Ja, bevor ich überhaupt loslaufe, mache ich mir schon Gedanken, was könnte denn alles schief gehen? Und die Sovelo fordert dich auf, mit der Durchleuchtung und dem Sonnenlicht und der Lebensfreude und der Lebenskraft, guck doch mal auf die andere Perspektive. Welche Geschenke könnten denn auf dich warten, wenn du mal was veränderst? Also, ja, es ist natürlich schon gut, über gewisse Dinge in der Nacht zu schlafen und jetzt nicht irgendwie hitzköpfig hier jedem Impuls nachzujagen und sich von jedem Impuls ablenken zu lassen. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn du schon länger vor immer wieder der gleichen Entscheidung stehst, die nur in einem neuen Gewand in dein Leben taucht, weil du es halt endlich mal vielleicht anders machen sollst, dann ist es jetzt an der Zeit, wirklich mit der Sovelo zu sagen, okay, ich verweigere mich jetzt nicht mehr der Veränderung, ich ergreife mal die Chance. Weil da fällt wieder dieser Spruch, ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, damit es besser wird, das weiß ich. Und das ist so ein Satz, der, glaube ich, für dich wichtig sein könnte. Was solltest du tun? Ja, da fällt die Karte des Gelichts. Ich hätte gern noch eine dazu. Das waren jetzt mehr. Eine hätte ich gern. Danke. Wow, also wir haben wirklich große Arkanen-Abo gerade in den Legungen. Es kommt das Gericht. Das Gericht ist der Weckruf. Also, wie ich gerade gesagt habe, ne, wie oft willst du die Schleife noch drehen, dass du geduldig wartest und dich nicht bewegst, weil dir die Sicherheit wichtiger ist, als aus deiner Komfortzone mal rauszugehen und zu wachsen. Und mit dem Gericht ist wirklich der Weckruf da, dass du diese Ängste heilen solltest. Also, was solltest du tun? Nimm die Impulse, die ja, ich glaube, die fahren wirklich schon mit Blaulicht bei dir vorbei, ja, oder sind schon in Arial 78 in deinem E-Mail-Eingang drin, so quasi, hey, hier, große Chance, nimm die bitte endlich wahr. Also mir kommt hier so eine Energie von der Schöpfung durch, so von wegen, meine Güte, der checkt's einfach nicht. Ja, also bitte, hör da wirklich hin. Und schau, um welche Situation es auch immer bei dir gehen mag. Wo jammerst du schon seit Jahren vielleicht über dasselbe Problem, aber du veränderst nichts? Ja, wer aufhört zu jammern, der ist bereit für Veränderung. Also schau mal hin, welche Themen bei dir immer wieder mit Jammern belegt sind, wo vielleicht jetzt mit dem Jammern einfach mal gut ist. Und es Zeit ist, in die Handlung zu kommen und wirklich zu sagen, jo, das kostet mich Mut und Überwindung, aber das Leben und das Wachstum liegt außerhalb deiner Komfortzone, außerhalb diesem festgesteckten Rahmen und deinem Sicherheitsdenken. Entschuldigung. Was kommt als nächstes? Oh, wir haben die Rune vergessen. Oh. Welche Rune begleitet das Gericht und die Mäßigkeit, wenn du den Weckruf und damit die Chance auf Heilung ergreifst? Welche Rune begleitet diese Karten? Wow. Ja,
Da haben wir die Othala, den Trollknoten. Dann kann sich bei dir was lösen. Und die Othala steht auch für die Ahnen, für die Heimat. Und dieses in sich ruhen. Also vielleicht, ne, wenn ich immer im Jammern bin, dann ist es ja eigentlich Enge. Ja, das macht es mir ja eng. Und mit jedem Jammern wird aber dieser Knoten immer enger, weil mit dem Jammern verändere ich ja nichts, wenn ich nicht in die Handlung komme. Wenn ich aber anfange, mal in die Handlung zu kommen, dann kann sich der Knoten lösen, dann kann was Neues passieren, dann kann der Fisch auch mal wieder frei schwimmen und sagen, hey, ja, der große Ozean wartet auf mich und den entdecke ich jetzt. Dann bin ich auch im Fluss der Dinge. Und die Othala sagt ja auch, also du kannst damit vielleicht auch ein Ahnenthema lösen, ja, weil sie steht auch für die Ahnen. Vielleicht ist das ja auch ein Familienthema in dir, dass Sicherheitsdenken immer furchtbar wichtig war und jetzt eben einfach die Zeichen auf Veränderung stehen und du diesen Knoten, dass man bisher eben nie aus diesem Sicherheitsdenken rausgegangen ist, einfach mal lösen darfst. Und du wirst dadurch mit der Othala aber auch neue Heimat in dir finden. Weil natürlich, wenn ich mich so einer Herausforderung stelle, dass wenn ich in so einem Sicherheitsdenken bin und immer Angst vor der Veränderung habe, ich auf einmal mich der Veränderung hingebe und sage, okay, und jetzt öffne ich mich, dann wächst man über sich selber hinaus und hat dann auch eine ganz andere Stärke und auch eine ganz neue Lebenserfahrung für sich gemacht, was wieder Schätze für einen birgt, ja? Wenn ich immer das Gleiche tue, wird sich nicht viel Neues ergeben, was ich lerne. Also, Knoten lösen. Was kommt als nächstes auf dich zu? Eine dazu. Oh, das sind zu viele. Danke. Wow. Und wieder die Sonne und der Ritter der Stäbe. Also, wir haben hier die Sovelo liegen, was du nicht mehr tun sollst. Also verweigere dich nicht der Veränderung, ja. Mit der Sonne, also das ist ja, muss ich die Sonne noch erklären? Also da ist Fruchtbarkeit, da ist Lebensfreude, da ist Licht, da ist Wachstum, da ist Fülle, ja. Und mit dem Ritter der Stäbe ist es natürlich eine heißblütige Bewegung, ja. Da muss man, du wirst schon gefordert, dass da einfach, dass du wieder vielleicht auch neue Leidenschaft wieder entdeckst. Weil wenn ich immer das Gleiche tue und mich immer in meinem sicheren Rahmen bewege, dann ist es vielleicht ja bequem und gemütlich, aber es ist nicht wirklich lebendig. Und hier mit dem Ritter der Stäbe und der Sonne kommt als nächstes auf dich dann, wenn du dich dem stellst und wirklich sagst, okay, und jetzt ist Schluss, ich verweigere mich der Veränderung nicht mehr, dann kommt auch wieder neue Leidenschaft in dein Leben. Holla die Waldfee, kann ich da nur sagen. Welche Runenkraft begleitet es? Berkana. Wie schön. Die Berkana steht für den Frühling, die steht für das Wachstum, die steht für das Erblühen. Die Berkana steht für die Birke, das ist der erste Baum, der grüne Blätter trägt im Frühling. Die Berkana steht für Neuanfänge. Ja, also wenn du es wirklich wagst, also nur schlüssiger kann man ja die Rune gar nicht ziehen, wenn du es wirklich wagst, hier aus deiner Komfortzone und deinem kleinen Reich, ich, herauszutreten und dich der Veränderung nicht mehr verweigerst mit der Kraft der Sonne, die wir ja darauf gezogen haben, ja, und dann wirklich diesen Knoten löst und endlich diesen Weckruf annimmst, der ja unter dem Zeichen der Heilung steht, ja, dadurch kannst du ganz viele Unsicherheiten und alte, fällt mir jetzt hier auf, hier liegen so Steine unten dran, ja, altes Geröll, das du wahrscheinlich seit Jahren immer wieder von links nach rechts stapelst und es dir trotzdem immer wieder vor die Füße fällt, weil du es ja nie wegräumst. Also du lässt es ja nicht los. Ja, also wenn du mit dieser Legung in Resonanz bist, triff deine Entscheidung.
Und als verdeckte Energie die sieben der Schwerter, hör auf, dich immer rauszuziehen. Also hör auf, dich rauszuziehen aus den Wachstumschancen, aus den Veränderungsimpulsen, die da in deinem Leben dir begegnen. Also ich sage jetzt nicht, du sollst hier alles über den Haufen schmeißen und nach Timbuktu ziehen oder keine Ahnung, sondern einfach, das können auch ganz kleine alltägliche Dinge sein, ja, wo du bisher einfach die Veränderung immer wieder verweigert hast, aber im Grunde ständig darüber jammerst. Und das macht was mit dir, weil die Vier der Kelche ist ja auch ein Ablehnungsthema im Außen. Wenn du immer das Gleiche tust und dich vielleicht über die Reaktion im Außen beschwerst, dass das, was du tust, nicht gesehen wird. Ja, wie soll es denn gesehen werden, wenn du selber die Ablehnung, also diese Impulse nicht wahrnimmst? Das ist, es dir selber wert zu sein, auch mal mutig einen Schritt herauszutreten. Ich freue mich über eure Likes, Abos, Kommentare, Teilen. Wünsche euch, dass ihr dem Zauber des Neuanfangs oder der Veränderung vertrauen könnt. Das Leben ist nun mal Veränderung und Wandel, und das einzige Beständige im Leben ist, dass sich alles immer verändert. Und hoffe, dass dir dann mit der Sonne, der Birkana und dem Ritter der Stäbe wirklich die Sonne lacht und die Leidenschaft in deinem Leben vorhanden ist. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Crazy Owl. Tschüss!